Jo, hallo Leute, ihr seid nicht bei Rapclaw TV, sondern beim Gravity Rap Battle. Der Nils hat mich gefragt, ob ich ein Interview gebe. Passt ja auch zu meiner Promo-Phase. Ihr wisst, am 3. März könnt ihr meine Support-EP kaufen für 10 Euro. Und ihr macht 90 Euro auf jeden Fall Gewinn, weil ich da ein Efication Beat im Wert von 100 Euro reinpacke, also exklusiv Beat. Und ja. Und ich habe mich auch dort extrem gesteigert und wie gesagt, Gonji hat auch wunderschön alles abgemischt. Wer eine Mische braucht, an Gonji bitte wenden. Und wer Video braucht, an Unique Pictures. Wir helfen euch. Okay, ich habe ein paar Fragen bekommen und ich werde die dann beantworten. Also 15 Stück. Und die erste Frage lautet, seit wann rappst du? Kann ich ganz genau sagen, weil es war eine Wette und das war 2013 gegen Spritze. Wer Spritze vielleicht kennt der, oder nicht kennt, der war mit Ramio in einer Crew und Matsche. Und ja, hatte den direkt in der ersten Runde VBT 2013 und ja, natürlich verkackt, ne? Aber war lustig und das war halt eine Wette, dass ich dann halt mitmache und ja. Wer hat dich inspiriert, mit Rappen anzufangen? Das war VBT 2011. Habe ich angefangen, es zu verfolgen. Und ja, fand das extrem geil. So Weekend gegen Basti und andersrum. Klaus Bukaka habe ich auch ultra gefeiert. Und ja, das war eher so der Start und nicht so andere Mainstream-Rapper, sag ich mal. Und Xbox ist scheiße, Leute. Wer Xbox hat, ne? Ihr habt keine Freunde, Mann. Auf jeden Fall. Mein Traumfeature wäre. Pah, lass mich mal überlegen. Ja. Mit Neo. Unleashed. Und San Diego. Bestimmt. Irgendwie so. Keine Ahnung. Habe ich jetzt eigentlich nicht mit meinen Jungs, also mit der Miller Family, mit jedem ein Feature machen. Und ja. Vierte Frage. Was kann man von deiner kommenden EP erwarten, beziehungsweise in welche Richtung geht sie? Ja, also viele haben mir ja das Intro gesehen und mir gute Kritik gegeben. Nochmal herzliche Grüße an Azuat, der gestern mir, obwohl wir Beef hatten und richtig Stress so, hat er mir echt eine ganz gute Kritik gegeben. Also wenn du das hörst oder siehst, schöne Grüße gehen raus, Azuat. Und Leute haben auch versucht, mir Kritik zu geben. Und man kann es auf jeden Fall Contract-Killer-mäßig in die Richtung, also wir begeben uns in die Contract-Killer-Richtung, sage ich mal. Es geht nach vorne und versuche halt Ohrwurm-Hooks zu machen. Man merkt ja auch, ich habe mich ja gesteigert zu Contract-Killer, so ein Merix oder keine Ahnung. Leute kamen halt an und meinten, jo, es wird langsam und Dankeschön nochmal. Also Grüße gehen noch raus an Merix und den anderen Rest. Also es wird auf jeden Fall nach vorne gehen mit Ohrwurm-Hooks. Also das ist mein Ziel. Ich glaube, zwei persönliche Tracks sind drauf und es muss sich ja auch lohnen, aber es ist ja auch eine Support-EP und ich sollte mich einfach ja nur supporten und vielleicht sind da auch gute Tracks dabei, die euch dann gefallen und dann, ja, wie gesagt, ich krieg 90 Euro halt wieder quasi mit dem Beat. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Fünfte Frage, sind auf deiner EP Features? Wenn ja, welche? Ja, ich bin ja noch in der Produktion, bis dato gar keine, aber ich habe geplant mit Boss G, also wer Boss G kennt, da wird was kommen, vielleicht noch mit Marty und Gonji, mal gucken, wir sind ja die Miller Family und die ganzen Rest, mal gucken, wenn ihr euch anschließen wollt, wie gesagt, Facebook Miller Family eingeben oder kauft mein Merch. Und ja, halt die so geplant. Vielleicht gibt es da noch was. Mal gucken. Ich habe, glaube ich, 6 Tracks fertig. Ach so, es ist geplant, eine Contract Killer 2.0 Mammut Mix Scheiße. Da sind halt Features da. Und halt nur gute, ne? Nicht so wie bei TK Heimpel Kacke da.
Letzte Frage, wie viel, boah, ich hasse die Frage, wie viele lyrische Meisterwerke sind auf der EP? Ja, ich will einfach nur, dass es sich gut anhört und versuche, mit dem Flow besser klarzukommen. Ich bin ja jetzt besser so im Takt oder on point. Es gibt, Argon meinte ja, es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Also ich wäre on beat, aber halt nicht im Takt. Aber ich versuche halt eher Fokus auf den Flow zu legen. Das war immer meine Schwäche. Und wer Intro gehört hat, hat gemerkt, yo, es wird langsam. Aber so, ja, keine Ahnung. Wir sind zwar nicht Hannibal Lecter, also ich habe die Line gestern geschrieben, fand die irgendwie nicht schlecht, Alter. Wir sind zwar nicht Hannibal Lecter, aber deine Leiche dreht sich, Dönerladen oder so. Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber war auch so ein Trap-Beat, Mann. Also es wird auf jeden Fall ein Trap-Beat geben. Viele haben gesagt, bitte nicht trappen. Was kommt, siebte Frage, was kommt in der Zukunft auf deinen Kanal? Rapclaw-Turnier, also RCT 4.0, 100 bis 300 € Preisgeld und da kommen nur gute rein. Also Gonji ist ja der King, hat aber auch zu Recht gewonnen, viele sagen nein. Aber da werden halt nur wirklich richtig gute angenommen und vielleicht auch vertraglich alles gemacht, dass auch wirklich alle einreichen, je nachdem mal gucken. Mein Abnehmformat und ja, halt, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Acht, wie kamst du zu Battle Rap? Das ist eigentlich eine Scheißfrage, Nils, du bist ein Bastard. Natürlich Xbox-Spieler. Ja, jeder, der mit Rap anfängt, geht zuerst in die Battle Rap-Schiene, um etwas Aufmerksamkeit zu generieren und so war es ja auch bei mir. Und ja, neunte Frage, wirst du in Zukunft noch battlen? Ja, eigentlich, keine Ahnung, ich wollte halt nicht, also ich bin eigentlich ab, also ich habe eine Qualifikation gemacht für Gravity Rap Battle, beziehungsweise war nicht mal eine Quali, habe halt Intro reingeschickt, weil mich der im Stream gefragt hat, ganz nett, und dachte ich mir, ja komm, schick's einfach mal rein, aber im Normalfall hätte ich nicht mitgemacht und keine Ahnung, ich will lieber normale Mucke machen, weil jeder kann das, glaube ich, verstehen, der halt schon länger dabei ist und betteln will man da halt jetzt nicht. Vielleicht bei RapSlab oder so halt anderen Turnieren. Sonst normale Mucke halt, ne, mal gucken. Zehnte Frage, was willst du mit deiner Musik erreichen? Eigentlich will ich nur erreichen, keine Ahnung, ich mache Mucke für mich selber. Es soll mir gefallen, das ist quasi mein Hobby, mein Ventil. Wie auch zum Beispiel Pumpen für manche Leute so ein Ventil sind, um alles abzubauen, also so den Stress und so. Oder Fußball so, ne? Wenn es Leuten gefällt, wie Intro auch sehr gut ankam, finde ich das schön. Und ja, eigentlich finde ich das echt schade, dass durch meine Hatewelle, was ich früher auch wirklich verzapft habe, da ich ja mega arrogant war und so, die Fehler habe ich ja alle eingesehen, zu der Contract Killer 2.0 Zeiten, habe ich mir auch sehr viel Hate angestaut und finde es einfach schade, dass es bei dem Battle hier, also auf dem Kanal, sehr gehatet worden ist, obwohl auf meinem Kanal eigentlich alles positiv war. Soweit. Und finde ich traurig. Ich wurde ja auch bis dato am Anfang sehr gut bewertet von den Juroren, wie ich wusste, wie ich von Nils mitbekommen habe. Ich habe 7 bis 10 Punkte bekommen und dann waren da halt wahrscheinlich schwarze Schafe oder bla bla bla. Und kam deswegen auch nicht rein. Finde ich schade. Weil ein paar waren halt auch wirklich nicht gut. Zum Beispiel Alina war Katastrophe und da waren auf jeden Fall Freunde in der Jury bei. Also ich meine, wer sich das objektiv jetzt ohne Scheiß objektiv geben konnte, bitte einmal in die Kommentare Hashtag objektiv. Also ich hatte AIDS. Elfte Frage, dein Favorit beim GRB, Gonji. Wen würdest du im GRB featuren? Ja, halt wenig Zeit, aber ihr könnt mir einfach Anfragen schicken und mal gucken, ob es passt. Ich mache gerne
Ohrwurm Hooks, wie gesagt, und der Beat müsste melodisch sein, dann kann ich euch noch Ohrwurm Hook dahin bauen, je nachdem, wie der Beat halt ist, und das ist halt auch das Wichtigste für mich in einem Track. Der Beat muss halt Ohrwurm tauglich sein. Und dann kommt auch der Track gut an, wenn ein Ohrwurm drin ist. Oder wenigstens eine gute Hook. 13. Frage, deine Meinung zum GRB. Schade, dass die Leute unnötig haten. Auch sehr gute wurden, jetzt nicht nur ich, wurden auch gehatet. Und dass man das nicht alles sportlich sehen kann und einfach immer haten muss, finde ich schade. Es wird einfach grundlos gedisliked, obwohl einer gut war und gehatet. Wie gesagt, nicht nur bei mir. Schade. Nils hat ja selber auch gesagt, es gab sehr viele schwarze Schafe in der Jury und er will auch aufräumen. Und ich fand auch, das war einfach viel zu viel in der Jury und keine Ahnung. Also schreibt mir auch mal was dazu, dann lese ich mir das mal durch, wie ihr das findet. Aber also ich finde so maximal 4 Leute in der Jury, mehr nicht. Weil, ne, der eine kennt den, lässt den dann weiter, ihr wisst, wie das läuft. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Die Bewertung Hurensohn dauert einfach ultra lange. Man will ja auch wissen, warum und wer dich so schlecht bewertet hat, wenn man weiß, oh, man hatte schon auch 10er Bewertung. Mal gucken. Das dauert auch zu lange und was du dir abgewöhnen musst, diese Scheiß, Mann, du bist so ein Drachenlord-Fanboy, ne? Also, ehrlich, ne? Also, fahr da einfach hin, Alter, und halt dein Maul. So, und das ist so langsam, ja, so lustig sein, aber irgendwie, das passt einfach dann in die Battles nicht, Mann. Also, dieses Drachenlord-Getue da. Und, ja, 14. Frage, Bonus-Battle, bla bla bla, ja, keine Ahnung, je nachdem, es wurde angefragt wegen Alina. Mal gucken, ob ich in der Battle-Stimmung bin. Wie gesagt, ich bin ja noch in der Produktion. Vielleicht kann man nebenbei was schreiben. Aber halt, wie gesagt, auch erst später, im März und so wurde irgendwie was geklärt. Wenn vielleicht auch April. Aber vielleicht kommt da ein Bonus-Battle gegen Alina. Und es werden nur 3 Leute bewerten, laut Nils, weil es soll ja auch fair bleiben, weil Aline, Alter, kann man sich gar nicht geben, Alter. Katzen, Katzen, Quatschen, ja, hallo, Katzen. Okay, warte. Psch. Letzte Worte. Habt ihr verstanden, wegen Katzen und so. Ein Bein abschneiden. Oh Mann. Nein. Letzte Worte. Letzte Worte. Ja, kauft meine EP, kauft mein Merch. Ihr seid alle Wichser und Hurensöhne. Ich bin der Geilste. Und jeder sollte seine Meinung sich bilden können und nicht einfach der Hatewelle mitschwimmen. Alle, die objektiv sind und gute Kritik mir geben würden oder gegeben haben, das, was ich gesagt habe, trifft nicht auf euch zu und ihr seid alle geile Leute und wollt ja auch supporten, ne? Am 3.3. kommt, wie gesagt, meine Support-EP und ja, der Track und kommt dann auch jetzt irgendwann diesen Monat noch. Und ich wünsche euch schönen Abend, schönen Tag noch.